Hallo und willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Und ich habe mir gedacht, da ja die ganze Thematik zu den Supertruppen in der 14 Uhr Episode vielleicht etwas zu kurz kam, weil ich mich ja da tatsächlich drauf konzentriert habe. Ja, wie soll ich das sagen? Da habe ich mich drauf konzentriert, halt das Nötigste zu sagen, damit ihr informiert seid, was denn die Supertruppen überhaupt sind und wann sie kommen und wie viele es denn gibt. Wir wissen, es wird 4 Stück geben am Anfang, aber Supercell hat schon gesagt, es werden weitere in der Zukunft folgen. Das ist auf jeden Fall schon mal ziemlich cool. Und ich kann euch auch noch weiteres zeigen. Also, auf der offiziellen Clash of Clans Seite haben wir gesehen, zum einen dieses Bild. Da sehen wir das Fass, wenn es denn wenn es quasi an ist, wenn es aktiviert ist, dann kommt da dieses pinke Licht raus. Neben dem Händler ist ja dieses Fass. Und das Fass ist ja quasi das Gebäude, wo die Supertruppen drin sind. Dann sehen wir noch dieses, im Endeffekt, so ein bisschen wie so ein Banner, wo dann dieser Schädel ist, wo dann man sieht quasi, so, was das Symbol ist dieser Supertruppen. Und ich konnte jetzt natürlich noch nicht auf die Fragen eingehen dazu, die ihr unter das Video geschrieben habt, weil ich jetzt direkt im Anschluss aufnehme. Aber im Kleinen habe ich das ja auch gepostet bei uns, beziehungsweise bei uns in der Slack-Gruppe. Und da gab es auch schon die ein oder andere Frage. Und da möchte ich auf jeden Fall auch mal auf ein, zwei Sachen eingehen, die denn da so gefragt wurden und so weiter und so fort. Ich kann natürlich nicht sagen, welche Supertruppen kommen, was genau sie können, wie sie aussehen und so weiter und so fort. Das wird ja alles noch gezeigt. Das kann ich ja nicht sagen. Was ich euch allerdings nochmal sagen kann, beziehungsweise so als kleine Zusammenfassung, du wählst sie halt aus in dem Fass, dann hast du ja diesen 7-Tage-Cooldown. Bedeutet, wenn du eine Truppe zu einer Supertruppe machst, kannst du in diesen 7 Tagen natürlich keine andere Truppe zu einer Supertruppe machen. Und wenn diese 7 Tage ablaufen, dann ist halt nochmal 7 Tage Cooldown, bedeutet, diese Truppe kannst du dann in den 7 Tagen nicht nochmal zu einer Supertruppe machen. Dann eine Frage, ich glaube Shana war es, hatte diese Frage gestellt. Was passiert denn, wenn du was anforderst? Wir haben ja ein neues Anforderungs- bzw. ein neues Spendensystem, wo ja quasi vermieden werden soll, dass nicht mehr falsch gespendet wird. Und du kannst natürlich dann sowohl die normale Truppe als auch die Supertruppe anfordern. Das ist ja logisch. Du kannst halt die Supertruppe nur anfordern. Oder beziehungsweise du bekommst sie nur, wenn natürlich jemand in deinem Clan diese Supertruppe auch hat. Ich habe den Warden vergessen. Vor lauter Gerede habe ich tatsächlich den Warden vergessen. Ich habe den Rest allerdings auch vergessen. Das ist natürlich gar nicht gut. So, jetzt endlich mal. Endlich haben wir mal ein bisschen gezündet. Es wird ein leichter Overkill. Ich habe nicht genau darauf geachtet, was wir jetzt hier gemacht haben. Problematisch. Aber ich habe mir das ja nochmal offen gemacht, damit ich euch noch ein bisschen Informationen liefern kann dazu. Oder vielleicht für die Leute, die vielleicht auch die Folge nicht gesehen haben, die 14 Uhr Episode, dann könnt ihr das hier auch nochmal ein bisschen euch anhören, während wir jetzt in meinem WTF-Account sind, weil wir hier noch ein bisschen farmen müssen. Ab Rathaus 11 gibt es diese Supertruppen. Das habe ich auch nochmal dazu gesagt. Also Rathaus 11. Rathaus 12, Rathaus 13. Man kann sie sich natürlich spenden lassen, das habe ich ja auch schon gesagt. Es gibt so bestimmte Level-Voraussetzungen für die jeweilige Supertruppe, bedeutet, einfach mal als Beispiel. Ich habe Truppe X. Aber Truppe X könnte ich rein theoretisch zu einer Supertruppe machen, aber Supertruppe X, oder beziehungsweise die normale Truppe X, ist erst Level 1. Und die Voraussetzung für die Truppe ist viel höher, dann kann ich diese Truppe natürlich nicht zu einer Supertruppe machen. Das ist ja eigentlich ganz logisch. Wie gesagt, hier vorne, da wird dann das Fässchen positioniert. Es wird sich ja auch so ein bisschen was ändern. Außenrum im Dorf, habt ihr wahrscheinlich auch schon gesehen, da ist das Fässchen. Im Endeffekt ist es eine Sauna, oder? Es sieht aus wie ein Saunafass. So kann man das wirklich mal sagen. So sieht es aus. Die sind ganz schön am Schwitzen da drin, die kleinen Racker, beziehungsweise wir wissen ja eh nicht was, oder beziehungsweise ihr wisst ja noch nicht, was denn für Truppen zu den Supertruppen werden. Das wird ja in den nächsten Tagen Schritt für Schritt quasi aufgelöst. Ich will da natürlich auch dann gar nichts sagen. Es könnte alles sein. Ich verrate das natürlich nicht. Und wir gucken jetzt noch auf den Angriff, dann rede ich noch ein bisschen weiter über die Supertruppen. Und werde euch auch schon mal sagen, was ich denn davon halte. Das kann ich ja sagen, was ich von den Supertruppen halte. Bis gleich. Okay, also, während wir jetzt auf diesen schönen Angriff gucken, auf die WTF-Base des Gegners, auf Kepto-Setia-Wan von World Invasion, müssen wir nämlich gleich noch im Clankrieg angreifen, aber auf der offiziellen Clash of Clans-Seite stand ja auch, dass die Truppen in diesem Fass verstärkt werden. Das ist ja eigentlich auch komplett sinnvoll, weil es ja auch
Supertruppe heißt. Sonst würde es ja nicht Supertruppe heißen, wenn du aus einer normalen Truppe nicht etwas rausholen könntest. Und ich bin ja Clash of Clans Creator hauptsächlich. Klar, ich spiele auch andere Spiele und es gibt auch mal andere Spiele auf dem Kanal. Allerdings bin ich ja nicht besonders aktiv bei Brawl Stars und auch nicht besonders aktiv bei Clash Royale. Deswegen kann ich das jetzt nicht genau sagen, ob diese Star Power von Brawl Stars jetzt irgendwie ja eine besondere Ähnlichkeit hat mit diesen Supertruppen. Das müsst ihr dann wahrscheinlich selber mal rausfinden, wenn es diese Supertruppen dann gibt. Aber ich habe ja gesagt, ich werde mal noch ein bisschen sagen, was ich denn davon halte, weil ich sie ja schon gespielt habe. Ganz offensichtlich habe ich das. Habe ich diese Supertruppen schon gespielt. Und ich muss sagen, es macht wirklich Spaß. Und das ist ja einfach das, worauf es ja im Endeffekt ankommt bei diesem Spiel. Es ist ein wirklich super Update. Passt ja zum Namen, Supertruppe. Es ist wirklich ein tolles Update. Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben. Wie wir das von Supercell kennen, viel Liebe zum Detail. Das ist ja immer das, im Endeffekt, was das Spiel ausmacht, was die Supercell-Spiele ausmacht. Besonders finde ich Clash of Clans, mein absolutes Lieblingsspiel natürlich von Supercell. Viel Liebe zum Detail. Und sie haben sich wirklich Mühe gegeben. Und ich muss sagen, ich bin wirklich sehr überzeugt von dem Update. Und das sage ich nicht einfach nur so, wer das Video gestern gesehen hat. Ich kann natürlich auch Kritik ausüben, wenn zum Beispiel wieder mal im Nachtdorf nur eine neue Meisterhütte kommt oder sonstige Geschichten kommen. Dann kann ich natürlich auch mal sagen, gefällt mir nicht. Aber ich muss sagen, es ist wirklich super geworden, es ist super gelungen. Ihr könnt euch auf jeden Fall, ihr könnt euch wirklich drauf freuen. Und ich meine, Rathaus, also ab Rathaus 11 kannst du sie ja verstärken, die normalen Truppen, zu einer Supertruppe. Und das finde ich ist auch gut, dass sie da gesagt haben, wir machen das ab Rathaus 11. Wir warten jetzt nicht noch ein bisschen höher vielleicht. Und was wir jetzt machen, ich muss erstmal den einen Zauber loswerden. Erstmal werden wir jetzt den Zauber los, dann haben wir jetzt wieder zwei Platz. Jetzt haben wir 3 Wut, 4 Freeze, 1 Gift. Ich muss halt warten, bis ich Clan-Truppen bekomme. Boah, ich muss irgendwann echt mal den Elektrodrachen freischalten. Das ist wirklich Mist, dass wir den nicht haben. Das ist richtiger Mist. Das ist richtiger Mist. Eines habe ich noch vergessen. Ich habe ja noch ein paar Kommentare durchgelesen unter dem Video, wo ich gefragt habe, was ist denn das? Also einige haben auch wirklich so schon mal in die Richtung, ich glaube bei Clash Royale Star-Truppe oder bei Brawl Stars halt, na, warte mal, wie war das nochmal? Star-Power? Star-Truppe? Ich glaube ungefähr so. Einige haben auch gesagt, dass es vielleicht eine temporäre Truppe ist, was ja in diesem Fall eher nicht passt, weil du die Truppe ja, es ist ja kein Event. Also die Truppe verschwindet ja nicht mehr. Es ist ja kein Event, wo du sagst, wie zum Beispiel der Eismagier oder so. Du hast den Eismagier jetzt für 3 Wochen, danach ist er weg. Das ist damit nicht vergleichbar, das muss ich ja auch dazu sagen. Einige haben gesagt, ein Urzeitkrieger oder sowas. Also es gab schon viele lustige Ideen, muss ich sagen. Aber die meisten haben halt wirklich gesagt, es kommt irgendwie eine neue Truppe. Egal, wie die dann aussehen mag, aber es kommt halt eine neue Truppe ins Spiel. Und muss ich sagen, viele eurer Kommentare gingen doch schon sehr gut in die richtige Richtung. Auch wenn man halt dann sagt, es ist halt eine neue Truppe oder so, dann geht das, im Endeffekt geht es schon ein bisschen noch in eine andere Richtung. Aber so die, ja, auch wenn die Details natürlich noch nicht ganz klar waren, die Richtung stimmte schon mal. Lasst uns das mal so sagen. Was ich übrigens noch ganz interessant finde, während wir jetzt hier die Sachen schon mal bekommen haben, vielen Dank. Ich kann nicht alles komplett anfordern. Deswegen werden wir jetzt mal eben die Juwelen ausgeben müssen, weil der Clan noch nicht weit genug ist. Der ist gerade mal Level 7. Sie haben gesagt, es werden in Zukunft noch mehr kommen. Also mehr Supertruppen, sehr viel mehr. Und wenn man sich das mal anguckt, was man denn da alles zur Verfügung hat, da ist natürlich schon ziemlich viel Luft nach oben. Wir gucken mal eben drauf. 4 Millionen. Kostet mich das, dann habe ich... Warte mal, das ist das Falsche. Wo ist er denn da? 4 Millionen nicht. 3,2, dann habe ich den Elektrodrachen. Boah, bitte, das werde ich gleich sowas von machen. Das werde ich schon... Ey, warum klicke ich jetzt auf die normale... Warum klicke ich jetzt auf die normale Suche? Ich bin so blöd. Warte mal, was bin ich denn? Ich bin die Nummer 3. Obwohl ich keine Katapulte habe, bin ich die Nummer 3. Okay. Das ist eine sehr interessante Base. Single Inferno. Den nehmen wir mal mit. Ich werde komplett auf Risiko gehen. Bedeutet, wir werden dann versuchen, direkt die 3 Sterne zu holen. Entweder 3 oder 1. Also, ich denke mal, jetzt wird es hier keine... Ja, es wird jetzt hier keinen Spielraum geben für was anderes. 3 oder 1. Ganz einfache Geschichte. 1, 2, 3, 4. Jetzt müssen wir mal eben gucken. Oh, wäre natürlich geil, wenn er den noch kaputt kriegen würde, den Inferno-Turm. Komm, ja, der ist kaputt. Der Inferno-Turm ist kaputt. So, König, Königin.
Ladi. Ich räume da jetzt schon mal so ein bisschen auf. Das ist natürlich der Plan an der ganzen Geschichte. Müssen wir noch aufpassen, weil da ja noch der Inferno-Turm rumeiert. Und ich kann die Gladi nicht zünden. Wir können die Gladi noch nicht zünden. Sie ist noch nicht Level 5. Sie ist jetzt im Bereich. Aber sie läuft wieder weg. Oh, sie kriegen ja sogar schon. Sie kriegen ja schon sogar schon die Adler-Dev. Perfekt. Warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. So. Wenn ich da schon mal drauf dreschen. Oh, das läuft ja gut. Oh, die sind auch schon weg. Die Feger sind auch schon weg. Wie gut ist das denn bitte? So, jetzt können wir uns ja in aller Ruhe um das hier kümmern. Jetzt kommt der Warden hinterher. Da noch weg. So. Muss ich das Rathaus schon freezeln? Ja, machen wir auch schon. Ah, ich habe das Rathaus nicht erwischt. Ich habe das Rathaus nicht erwischt, aber jetzt gleich. Damit die Gladi hoffentlich sich noch um den Rest kümmern. Das war easy. Das war ja richtig easy. Auch wenn ich sogar gerade noch was falsch gemacht habe. Wird das reichen. Ja, Rathaus ist weg, perfekt. Jetzt können wir mal gucken. Oh, wobei. Er hat noch den Inferno-Turm. Wir haben noch 1,30 Zeit, aber ich habe noch so viele Drachen. Inferno-Turm, Minenwerfer. Okay, das ist eigentlich nur noch wichtig für die Barbaren und für die restlichen Bogenschützen, die da noch rumlaufen. Ja. Die Bogenschützen sind allerdings gleich kaputt. Jetzt müssen wir hoffen, dass irgendwie noch vielleicht die richtig gut noch in die Mitte reinfliegen zu dem Inferno-Turm. Ja, der eine fliegt, der andere auch. Das wird reichen. Das wird reichen. Ja, er ist weg. Oh, dann können wir sogar noch einen Angriff machen. Dann können wir vielleicht sogar 6 Sterne holen im Clankrieg. Das wäre natürlich gut. Ich würde den Clankrieg sehr gerne gewinnen. Ich habe es ja gesagt. Wir wollen ja unbedingt den Elektrodrachen haben. Und ich würde den auch ganz gerne in mehr als einer Kaserne ausbilden. Weil es dann ja einfach schneller geht, wenn wir mehrere Kasernen haben, wo der Elektrodrache ausgebildet werden kann. So. Perfekt. Nummer 1 von 2. So, jetzt gucken wir eben nach. Nein, ich habe keinen Trank mehr. Bitte gib mir... Nein. Ja, das ist natürlich super. Das Einzige, was jetzt noch bleibt... Ah, hier ist bestimmt irgendwo noch was. Hier ist noch irgendwo was. Guck mal, wie viele Runen ich noch habe. Es ist unglaublich. Die muss ich jetzt erstmal alle benutzen vor dem Update. Beziehungsweise nicht vor dem Update, aber zumindest... Wir wissen ja noch nicht genau, wann das Update kommt. Aber zumindest bevor die Saison endet natürlich. Nein, ich habe echt nichts mehr da. Ich habe gar nichts mehr da. Es ist echt zum Kotzen. Es ist wirklich zum Kotzen. Jetzt muss ich es tatsächlich manuell boosten. Das ist natürlich gar nicht schön. Ja. Du schläfst da in aller Ruhe. Ja, ist klar, ne? Hast ja auch, oh gut, hast ja auch gerade gearbeitet. Hast ja auch gerade deinen Beitrag geleistet. Ich will mal nicht so sein. Da ist übrigens ein Loch in meiner Base. Nicht gut. Hat wahrscheinlich der eine oder andere auch schon in die Kommentare geschrieben. Ich habe es nicht gelesen. Oder überlesen. Da ist auch ein Loch in der Base. Da ist überall ein Loch in der Base. Was soll denn das? Habe ich denn gar nicht aufgepasst diesmal? Habe ich denn diesmal überhaupt nicht aufgepasst? Wo sind überhaupt meine ganzen Bauhütten hin? Ich kann das nirgendwo. Ich kann das echt nirgendwo. Das mache ich jetzt aber nicht mehr. Das werde ich jetzt, glaube ich, in dieser Folge nicht mehr machen. Es sind überall. Ah, mein Gott. Überall sind Löcher in der Base. Überall sind Löcher in der Base. Ups. Bin ich in der falschen Base. Ich würde aber sagen, wir machen es mal einen kurzen Cut. Ich suche mir gleich schon mal einen Gegner raus für den zweiten Angriff. Und wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung zu den Super-Truppen in die Kommentare, wenn wir sie ja bald nochmal im Detail vorstellen und ihr dann genau wisst, ja, was denn überhaupt oder wer beziehungsweise von unseren Truppen denn überhaupt zu einer Super-Truppe werden kann. Also kurzer Cut. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück und greifen jetzt die 5 an. Die habe ich mir gerade schon angeguckt und die scheint machbar zu sein. Ich meine, Die Base eben war natürlich auch machbar. Er hat Rathaus 8 Verteidigungsanlagen bei einem Rathaus 13. Das kriegen wir, glaube ich, hin. Die Luftabwehr ist jetzt auch nicht so ganz so geil. Das sollten wir hinbekommen. So, 11 Drachen. Ich habe extra mir mal eine andere Truppe gegeben. Dafür, Moment. Okay, gerade mal eben geschaut, wo denn überhaupt die Feger stehen. Das ist ja mal ganz wichtig. So, da noch einen hin. So, du nach dort. Felsenwerfer, wir schicken den Felsenwerfer ruhig jetzt wieder vor. Ich kann den König schon mal zünden. Wir müssen ein bisschen auf die Zeit achten. Das ist im Endeffekt erstmal das Einzige, wo wir wirklich darauf achten müssen, dass es zeitlich passt. Er hat nichts in der Clanburg, das habe ich eben schon nachgeguckt. Ich habe trotzdem einen Giftzauber dabei, falls irgendwie noch eine Skelettfalle irgendwo ist oder so. So, jetzt da bitte drauf. Dankeschön, geht bitte kaputt. Na, oh, der Elektrodach ist falsch geflogen. Elektrodrache ist leider falsch geflogen, aber das kriegen wir trotzdem noch hin, passt mal auf. Der Elektrodrache hat gerade noch geholfen und jetzt kommt unsere... Na, die Gladi läuft auch falsch.
Die Gladi läuft auch falsch. Böse Gladi. Böse Gladi. Nicht dahin, nicht dahin, nicht dahin, nicht dahin, nicht dahin, nicht dahin. Dahin, genau. Aber wir haben die Adler-Def nicht gekriegt. Kriegen wir die Adler-Def noch? Kriegen wir sie noch? Kriegen wir sie noch? Kriegen wir sie noch? Ja, das kriegen wir, glaube ich, auch noch, oder? Komm, hol dir noch die Adler-Def. Bitte, 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 bitte. Es wird knapp, aber schaffen wir. Es wird knapp, aber wir schaffen es. Okay, wir haben es geschafft. Perfekt. So. Die Frage ist, was machen wir jetzt? Oh, das war dieser Angriff wird ein Reinfall. Dieser Angriff wird leider ein absoluter Reinfall, das kann ich jetzt schon mal sagen. Außer wir kriegen den Feger relativ schnell kaputt. Was aktuell nicht so aussieht. Super. Super, super, super. Das wird ja, das wird ja, das wird ja, das wird ja immer besser hier. Das wird ja immer besser. Alter, der Angriff eben war so gut und dieser Angriff, der läuft einfach nur richtig aus dem Ruder gerade. Deswegen wird es auch richtig schwierig, noch was zu reißen. Oh, bitte noch wenigstens den zweiten Stern noch, bitte. Ja, das schaffen wir noch. Ich glaube, den zweiten Stern kriegen wir noch. Wir haben gerade zwar noch eine Falle gefressen, aber den zweiten Stern müssten wir eigentlich noch kriegen. Das Rathaus, okay, das Rathaus wird down gehen. Der Single Inferno ist allerdings noch da. Die Luftabwehr ist noch da. Das lief gar nicht gut diesmal. Schaffen wir auch nicht mehr, oder? Oh, nein. Ach, wollt ihr mich verarschen? Ach, wollt ihr mich verarschen? Es lief so gut eben und jetzt gegen so eine Pizzle Base mit Rathaus 8 Niveau schaffe ich es nicht. Oh, ernsthaft. Wie viele Trefferpunkte hast du noch übrig? 0,1 vielleicht? Ach, nicht aufregen, nicht aufregen. Soll ich einen kicken? Hallo, Supertruppen kommen. Okay, wir kicken keinen, aber wir können auch spenden. Wir spenden nochmal eben. Dann müsste ich eigentlich gleich soweit sein, dass wir... Nein, ich hab mich verklickt. Ah, ich hab mich leider verklickt. Ich wollte ihm gar keins spenden, gar keinen Zeppelino spenden. Wir gucken mal nach. Wir sind kurz davor, hochzugehen, beziehungsweise das fertig zu machen. Das gibt's allerdings dann in der neuen Episode, wenn wir die ganzen Runen mal irgendwann ausgeben. Was wir noch machen müssen, wir sammeln das jetzt mal eben noch ein. Ich glaube, sonst gibt's gar nichts mehr zum Einsammeln. Nein. Oh doch, Gold, 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 Gold. Und jetzt gucken wir mal, was wir noch ausbauen können. Elixierlager nehme ich mit. Hui, noch ein Achievement. Großer Wächter könnte ich ausbauen, machen wir aber nicht. Weil wir die Kaserne ausbauen, weil ich endlich den Elektrodrachen haben will. Perfekt. Wir gucken mal eben nach. Au. Oh, 100 Juwelen. Läuft. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns morgen wieder. Bleibt natürlich immer auf dem Laufenden, wenn ihr sehen wollt, was denn die erste Supertruppe ist, die es ins Spiel schafft. Die erste von 4. Guckt in die Beschreibung, abonniert den Kanal, gebt gerne den Creator-Code MBF ein, bald steht ja das Update vor der Tür. Macht's gut. Tschüss.